Ich grüße dich. Wir haben jetzt Winter und viele Menschen haben Problematik mit Erkältung oder mit kalten Füßen, kalten Beinen. Viele Menschen haben jetzt so Unwohlgefühl, auch emotionale Probleme. Mit was ist das zu tun? Es ist so, dass in Winterzeit, genau wie in der Natur, das ist eine Ruhezeit. Der Mensch oft wird betrachtet wie alleinstehende Wesen in der Natur. Obwohl, wenn wir Natur anschauen, das gehört alle zusammen zu betrachten. Und das ist, wenn wir Perspektive wechseln und erlauben uns, den Mensch ein Teil des Ganzen zu sehen, dann würden wir erkennen, dass es alles diese Prozesse normal gewöhnlich sind. Schau mal zum Beispiel, Körper, die physische Körper des Menschen im Winter neigt dazu, viel Zeit in Ruhe zu verbringen, schon alleine nach der Sonnenstunde, was der Mensch natürlich nicht macht und geht nicht nach dem natürlichen Rhythmus und die ganzen Abwehrkräfte, die ganzen Kräfte von dem physischen Körper würden ausgeschöpft relativ schnell, weil die Tageslicht, die Sonnenenergie brauchen wir unbedingt für Synthese viele Stoffe, welche erschafft unsere Körper vom Alleine. Also in Wirklichkeit, ich würde dir ein anderes Video drehen, um das zu zeigen, wie wichtig es das überhaupt sich kennenzulernen. Aber es geht jetzt in diesem Video einfach diesen Rhythmus erkennen, Algorithm in die Natur. Und wenn wir anschauen Winter, dann ist zum Beispiel viele Pflanzen schlafen, gehen im Ruhephase. Auch die Lebewesen oder Pflanzen, welche nicht 100% schlafen, die verbringen Zeit ruhig, die relaxen. Und genauso soll der Mensch sein. Früher unsere Ahnen genauso gelebt. Im Sommer war es sehr aktive Zeit und im Winter es war eher so ruhige Vorgehen. Wenn wir jetzt genau unserem Körper bieten diese Ruhe, gehen früh ins Bett, stehen vielleicht nicht gleich, sag mal so, später an. Also jetzt zum Beispiel, wir haben Januar und um 6:30 geht die Sonne auf. Also wenn wir zwischen 5 und 6 aufstehen, das ist enorm in Ordnung für unseren Körper vorbereiten für die Sonnenaufgang. Und wenn wir auch die Dämmerung mit unseren Augen, mit unserem Körper einfach in Ruhe noch betrachten, vorbereiten wir unsere Augen und unsere Energie für diese Energiezugang vom Universum. Und Sonne natürlich hat nicht diese Kraft wie im Sommer, aber dafür hat die feine Energie, welche kann uns präzise, intensiver auf unsere Themen bringen. Und deswegen, wenn wir beispiel früh aufstehen, früh ins Bett gehen, wenn wir ruhiger unsere Tagesrhythm planen, dann würdest du erst in den Winterzeiten sehr viele Ideen bekommen, die du im Frühling gleich umsetzen können kannst. Und dafür kriegst du genügend Input und Energie, um das fortzusetzen. Und noch dazu, du wirst deinen physischen Körper regenerieren. Du wirst deinem Körper helfen, einfach sich erholen. Weil zum Beispiel, wenn wir zwischen 9 und 10 ins Bett gehen, kann unser Hormonalsystem, unser Nervensystem richtig generieren. Regenerieren in großen Schritten. Danach geht es nicht so schnell und nicht so gut. Und viele Menschen würden depressiv im Winter, weil die einfach zu spät ins Bett gehen, weil die einfach beim Tageslicht nicht nach draußen gehen, egal welches Wetter ist, und genießen nicht dieses auch kalte Luft, feuchte Luft. Das brauchen wir, weil es ist natürlich Austauschen von Ionen, Austauschen von Informationen und Energie. Die Natur schläft und du kommst zur Ruhe. Deine Zellen können sich umprogrammieren, weil alle Informationen, welche du bekommst, speichert sich in physischen Zellen auch. Und wenn wir
einfach richtig anstellen zum Winterzeiten, grau, bisschen dunklere Zeiten nehmen, dann verstehen wir, dass nach dieser Dämmerung, auch in unserer Zeit, geht es richtig auf und dann katapultiert das nach oben. Wir sammeln, wir vorbereiten uns und dann können wir richtig voll Bau geben. In dieser Zeit, in Winterzeit, das ist die beste Zeit zum Meditieren, zum Praktizieren, unterschiedliche Praktiken, bei sich sein, mit sich anzufangen und einfach die Zeit mit sich allein genießen oder mit Familie. Ich empfehle dir, das auszuprobieren und du wirst sehen, du kriegst auch warme Hände, warme Füße, weil du wirst einfach näher zu der Natur, näher zum Ganzen zu sein und betrachte dich immer wie ein Teil davon und du wirst sehen, wie es hilft dir. Natürlich auch, wenn du aufwachst in der Früh, probier mal auch auf Schnee, auf Eis, barfuß laufen, probier mal kalt duschen, mach Atemübungen. Das ist alles genau für Winterzeit perfekt. Ich wünsche dir vom ganzen Herz alles Gute und glaub's mir, deine Gesundheit steigt, wenn du verstehst, wo du deine Kraft ansetzen solltest. Alles Gute dir. Ciao.